Ich war einfach zu unkreativ, ein Prä-Intro zu produzieren, also habe ich einfach einen Text in den möchte gern GLaDOS Text zu Sprache Konverter gestopft, also ich find's lustig, na ja, viel Spaß mit dem Video. Hallo zusammen, willkommen zu The Last Threaten Clans Indie Horror Spiel, was ich gedacht habe, sieht ganz schick aus, lohnt sich vielleicht für um die Halloween-Zeit herum. Und ich würde sagen, wir drücken direkt auf Start. Und laufen mal nach dort. Es ist Halloween. Du hast hart an deinem Kostüm gearbeitet, oder ich? Ab Mensch, dummer kleiner Bruder hat's kaputt gemacht. Ich habe es versucht zu reparieren. Aber es hat einfach viel zu lange gedauert. Ich habe einfach jetzt einfach noch meine Wasserpistole. All meine Freunde sind weg. Aber ich möchte auch für Süßigkeiten. Ich werde mehr wie sie bekommen. Ich werde sie ihnen zeigen. Okay, meine Wasserpistole. Keine Süßigkeiten mehr. Tut mir leid, zu spät. Dein Kostüm ist scheiße. I'm going to rape you! お前はもう死んでいる。Eine Wasserpistole ist kein Kostüm. Geh weg. Ich hab sie alle selber gegessen. Versuch's woanders. Komm her. Ich hab Süßes für dich. Natürlich, vertraut Kinder, vertraut immer leuchtenden Kürbisköpfen. Sei nicht schüchtern. Komm hinein, mein Freund. Okay, ich komme. What the fuck? Okay, das könnte mein neues Intro sein. Willkommen an meinem Ort. Es tut mir leid, dass es so ein Chaos ist. Ich habe sehr viel vorbereitet für Halloween. Das Traurige daran ist aber, dass niemand mich besuchen kann. Aber warte! Nun, da du da bist, kannst du den Platz besuchen, den ich erschaffen habe. Die Wasserpistole in deiner Hand. Ist nicht das, was ich ein Kostüm nennen würde. Ich verbessere es ein wenig. Du bist jetzt bereit. Packe den Kürbis auf den Sockel und trete in eine andere Welt. Komm in meine Villa. Und versuche nicht zu sterben. Also nur so eine Beiläufigkeit nebenbei. Ich habe versucht, nicht an Kaffeemangel zu sterben, Leute. Gut, dann nehmen wir jetzt den Kürbis und setzen hier drauf. Bing! Yo, das ist schon noch ganz nett hier, das Spiel. Das ist das Indie-Spiel, verlinke euch unten schönartig. Yo, ich mag... Wow, wir haben jetzt Laser. Yay, Laser. Laser. Fledermäuse, die warten. Ein rotes Portal. Fledermäuse. Okay, okay. Ich muss auf Fledermäuse schießen, sonst stürzen ab. Nicht du. Es ist alles explodiert. Ja, das ist schon auch ganz lustig. Wow. Wer braucht schon Schwerkraft, wenn er springen kann? Nein, springen nicht. Es gibt so viel, wo das dir zu leben lohnt. Und ich mag diesen Grafikstil übertriebenst. Und ich finde die ganze Gegend schön gemacht. Fledermäuse, so süß. Hat mal Flughunde gesehen, die Viecher sind riesig. Denen würde ich zutrauen, dass sie eure Kinder fressen. Obwohl, wenn YouTubes Aussage stimmt, was man so schnauze, was ich nicht glaubt, wäre es ja kein Problem, wenn ihr als Anfang schon Kinder habt. Aber da ich glaube, dass der Hauptzuschauer von mir eher in einem Alter ist, in dem Kinder haben, als ich noch jünger war, noch nicht normal war mittlerweile, ist das ja auch relativ irrelevant. Und wir haben jetzt hier ein Tor. Also komische Gnome. Und hier ein Kürbis. Kann ich den Kürbis wieder nehmen? Ja. Was passiert, wenn ich... blaues Licht. Manchmal braucht Zeit alleine.
Das ist mein ruhiger Platz. Okay, das ist auch ganz nice. Ich meine, guck doch den Scheiß mal an. Ich finde, das sieht verdammt geil aus. Muss persönlich sagen, das ist meine persönliche Meinung. Wenn ich dieses Flimmern die ganze Zeit nicht so mag. Da oben ist der Kürbis. Muss ich jetzt einfach drei Kürbisse platzieren? Ja, dann ist ganz geil. Hoppsala und hopp, nein. Ich will den Kürbis in mir. So, ist hier den übelsten Jump'n'Run-Part. Nein. Manu, warum müssen Jump'n'Run-Parts immer so kompliziert sein? 2000 Versuche später. Ich sehe immer so gern aus Maul. Yo. Sieht schön aus, oder? Ich hab's nur für dich arrangiert. Das glaub ich dir. Aber bevor du's dir einfach so nimmst, den Kürbis. Schau meine wunderschönen Fledermäuse an. Okay. Alle Fledermäuse wollen mich. So richtig hart. Ah, wie mit diesen verstärkten Flimmern sehe ich jetzt mal gar nichts. Okay, das ist eine miese Variante für ein Bloody Screen. Ich bin tot. You died. Verdammt. Jetzt wird alles wieder weiß. Okay, ich bin jetzt wieder da. Und haben wieder Hallo, Bein. Ekman! Oh, die kommt direkt zu mir. Die spawnen nicht einfach. Bin so ganz angenehm aufbehalten, bestimmt hat unverletzt bleiben und du bekommst direkt Full Life. Das heißt ein Kinderspiel. In dem der dumme Killer gestorben ist. Kürbis. Das ist so ein Leuchtkürbis hier. Ich mag den Kürbis. Aber kann der sein Muster auch an alle anderen Wände hier dran klatschen? Kann er? Doch das Mann? Das ist verdammt geil. Ich mag das Spiel. Es wirkt mir sympathisch. Das heißt, ich muss den da hier nach da legen. Willkommen immer zu meinem Friedhof. Hey, Friedhof in Horrorspielen. Oder in Indie-Spielen, die zu Halloween gespielt werden sollten. Sehr beruhigend. Oh mein Gott, Fledermäuse. So niedlich. What the fuck macht das Ding ab für eine komische Kurve beim Schießen? Er stirbt von eurer Blutsucht, ihr gierigen Vierer. So, hier habt ihr euer Blut. Euer eigenes. So, dann wollen wir mal. Warte. Nein, nicht solche Vierer. Oh, ich wurde schon der Katzin angegriffen. Das ist nicht ganz so geil, wie es gedacht. Vom Design her, man sollte noch nicht angreifbar sein. Wenn man noch nicht mal aus der Cutscene draußen ist, im goldenen Kürbis, dessen Grenzen ich hier überall gerne verteilen würde. Aber ich darf leider nicht, da ich ihn brauche. Jetzt habe ich da drei Kürbisse, wunderschön. Das stimmt, alle Kürbisse sind an ihrem Platz. Genieße den letzten Kampf. Okay, leiser, also ich soll mich vielleicht ganz eventuell dran gewöhnen, dass die Dinger
schon lebendig sind, bevor ich sie überhaupt angreifen darf. Und what the fuck, der hält ja viel mehr aus als seine Kameraden. Aber kann mit ihm das You Spin My Head Right Round Spiel spielen. Ich hab Deko gesucht. Aber eigentlich, wenn ich sich in diesem Spiel noch docken könnte, dann wär's perfekt. Dann wäre es wirklich perfekt und dann könnte man auch sich noch hier ein bisschen mehr mit Movement kennen. Aber ich habe das Gefühl, der Spielentwickler hat hier eine kleine Hilfsmethode reingebaut. In Form von, dass die Kugeln eine Art Krümmung bekommen. So, jetzt guck doch dieses Bild an. Das finde ich wunderschön. So, jetzt schieße ich. Immer, wenn ich das Haus treffe, gibt's ein Dön. Yo, jetzt können wir uns die Villa nochmal angucken. Unser Ziel war diese Villa. Okay, jetzt bin ich wieder in dieser komischen Parallelwelt und habe wieder nur eine Wasserpistole. Nein, ich will zurück. Will mehr davon. Punkt, Punkt, Punkt. War es alles nur ein Traum? Irgendwie schon. Eine Illusion. Immer zu Halloween bereite ich eine Illusion vor. Für Kinder wie dich? Vielleicht sind die Illusionen zu gruselig. Aber du bist der Einzige, der mich besucht hat. Aber du bekommst alle Süßigkeiten. Du hast deine Illusion glücklich gemacht. Ich hoffe, du besuchst mich nächstes Jahr wieder. Wenn du nächstes Jahr noch ein Spiel rausbringst, ja, thank you. You're welcome. Also wenn es noch nächstes Jahr eine Fortsetzung gibt, Teil 2, dann ja, dann komme ich nächstes Jahr wieder. Your friends, sweet, Süßigkeit deiner Freunde. Ach, Bonbons, solide. Meine Süßigkeiten. Hey, that's pretty good. Ja gut, hab ich gesagt. Ich glaube, ihr sollt auch ein jetzt gruseliges Haus hinein, das mir zuruft oder mir Texte in die Luft schreibt. Was auch so gesund sein wird. Okay, was jetzt? Können wir hier noch mal einen Zoom. Ich mag den Zoom. Ist ein netter Effekt. Zu diesem Haus hin. Was hat die Musik geändert? Manu, ich mochte die Musik von vorher. Da ist die Sonne. The Last Treat. Die letzte Süßigkeit. Das war das Spiel. The Last Treat. Ja, und ich frage mich, ob dies Intro noch länger ist. Schräg Outro. Nö, es scheint vorbei zu sein. Okay, Leute, dann war's mit diesem Spiel. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr auch ein Mitglied der Afeco Army werden wollt, dann lasst doch ein Abo da und vergesst die Glocke nicht. Und ich würde mich über einen Kommentar von dir freuen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace.